Was willst du jetzt? Habe ich es erwischt? Krass. Lade nach. Nein, 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 nein. Shit. Das ging gerade noch so gut. Alter, geht's noch? Gott sei Dank habe ich so eine tolle Strahlenkanone. Die gefällt mir irgendwie. Ich weiß nicht warum. Hat zwar wirklich sehr, sehr wenig Munition, die sie halt tragen kann, aber einfach der Wumms dahinter gefällt mir. So, wo ist denn jetzt hier mein Energiegedöns? Da haben wir einen Audi-Log. Ist natürlich doof. So, rein hier. Und dann funktioniert das vielleicht wieder für 5 Minuten. Wo ich das gesehen habe, dachte ich mir nur so, ach ja, es gibt ja so Dinger, die hängen manchmal im Boden und dann ärgern sie dich. Und ich hatte irgendwie recht. So, wieder speichern. Und weiter geht's im Getummel. Was ist das? Ich kann es in meinem Kopf spüren. Wir kommen näher, Isaac. Der Marker weiß, dass du hier bist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn die Zeit reif ist, willst du es wissen. Zerstören? Nein? Okay. Das sieht mir nach ziemlich viel Spaß aus. Also eigentlich nach gar keinen Spaß. Wow. Das ist super. Okay. Ich glaube, ich weiß, was ich zu tun habe. Okay, also müssen wir hier wahrscheinlich Stasis einsetzen oder sowas, damit sich das Ganze langsamer dreht. Ja, okay, nein, nicht so. Okay, gut. Wie umgehe ich denn dann am besten die ganzen Laser? Wir kriegen das hin, die Frage ist halt nur, wann? Lade nach! Da! Diese Mistdinger, ne? Muss ja nach da hinten hin lang. Nee. Da hinten rum, okay. Das habe ich auch erwähnt, dass das ein Spaß wird. Mit Stase kann es eigentlich nicht sein, weil sonst hätten sie hier irgendwo in der Nähe eine Stase-Station. Man könnte natürlich in den inneren Bereich reinrennen. Da ist der Wendekreis geringer. Komm schon. Ach komm, ich war fast drin. So aber würde es funktionieren. Also du musst halt schon im mittleren Dingens rein, damit du halt einen kürzeren Drehkreis hast, aber dann darüber laufen. Und halt den Monster am besten ausweichen. Komm. Ja, ja, du mich auch.
Kommt mir gar nicht so nah an. Nee. Kotz mich doch nicht voll. So. Scheinbar muss ich diese Laser umgehen, damit ich auf die andere Seite komme. Das wird ja ein Spaß. Die Sache ist ja auch, ich kann ja nicht einfach nach da hinten hin und sagen, ja hier, mach mal, aber wir könnten da vielleicht rein. Alter! Es war kein Erschrecken, Alter, sondern eigentlich so ein Moment, wo ich mir einfach nur denke, so, wie soll ich denn da so schnell rein? Weißt du? Das ist doch... Nee. Und vor allem jedes Mal jetzt hier immer wieder die ganze Gegner töten. Weil gut, es sind nicht viele. Die nerven einfach nur. Ja, jetzt treffe ich den noch nicht mal. Okay. Der erledigt sich ja teilweise selbst. Sag ich doch. Hallo? Zielen? Meins? Ja. Scheinbar muss ich diese Laser umgehen, damit ich auf die andere Seite komme. Das wird ja ein Spaß. Na, spaßig ist es immer noch nicht. Alter, ernsthaft? Ich muss ja immer noch da hinten einmal rum. So. Ich bin drin. Hau ab. Ich bin drin. Was war mehr Glück als Verstand wahrscheinlich. Ist mir egal. Hauptsache ist, ich hab's geschafft. Boah. Ne? Deaktivieren. Da muss ich jetzt hin? Ich weiß nicht. Watch your step. Ah ja. Nehmen wir auch nochmal rüber. Ob ich das muss, keine Ahnung. Aber ich mach das jetzt einfach. Ja, es sieht so gut aus, weil ich hier lang muss. Verdammt. Ich laufe. Ich höre gar nicht auf das, was hinter mir ist. Was haben wir hier schon wieder für einen tollen Raum? Und da möchte ich einen Polizisten, die mir hier die Speicherstation blockieren. Ich glaube, es hackt. Hier haben wir... Das war bestimmt mal ein Shop. Jetzt ist das nicht mehr. Gut. Ah, oh, super. Hallo. Wow. Okay, jetzt reicht's. Ich war weit genug weg. Theoretisch. Lauf nicht. Hier wird nicht gelaufen. Im Ernst, muss nicht sein. Hau ab! Mach die Tür auf, ich will da durch! Ich bin durch! Mach doch mal einer die Tür zu, es zieht! Jawohl, will er jetzt auch nicht, okay, gut, dann geh ich einfach. Da liegt noch was hier und will mich attackieren. Nett ist was anderes. Lade nach. Super, wir sollen jetzt hier nach ganz unten auf die Etage, wo 100.000 Viecher rumliefen, oder was? Ne, ich bin da ja noch kein Freund von. Shit. Ich wusste jetzt auch nicht, was tust du jetzt am besten, wenn du jetzt schon das Ding hinter dir hast.
So. Bleib liegen. Mistding. Muss da durch. Langsam, aber stetig da durch. Mach mich aggressiv! So war. Nicht? Lade nach! Okay. Hallo. Ich will hier gar nicht sein. Nee, nee. Aber ich muss. Warum müssen jetzt Monster kommen? Nur um mich zu ärgern. Ach, ja, ja, unbedingt. Von allen, die herkommen können, muss es unbedingt du sein, ne? Immer auf die Schultern, immer auf die Schultern, immer auf die Schultern, Schultern. Okay. Ding ist hinüber, Ding ist hinüber. So, jetzt aber. Einmal. Zweimal. Und ein letztes Mal. Wo? Da. Okay. Hallo. Mammut ist wieder zu Hause. Oh ne, gar nicht wahr. Hochsicherheitstüren hier. Ja, super. Da hinten laufen Monster. Alle in diesem Kern. Projekt innerer Kern. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Okay. Ich kann hier anscheinend erstmal noch shoppen und sowas, speichern und all das andere Gedöns mache ich auch. Ein Audiolog. Forschungslog 43553. Wir sind Marionetten eines außerirdischen Einflusses. Wir haben die Kontrolle über dieses Projekt verloren, wenn wir sie je hatten. Selbst unsere Rationalisierungen für diese ganze Sache sind eine Illusion, die uns von den Kräften hinter dem ursprünglichen Marker, dem schwarzen Marker, eingepflanzt wurden. Wir wissen nicht, wie man dieses Ding erschafft. Es sorgt dafür, dass wir es erschaffen. Und es versucht auszubrechen. Ich stehe unter Sicherheitsbewachung, seit ich mit einem Vorschlaghammer auf den Minimarker losging, den ich letzte Woche gebaut habe. Wir müssen alles zerstören, was wir hier erschaffen haben. Die Leute auf Ege 7 haben... Das hier geht weit über unser Wissen oder unsere Kontrolle hinaus. Ich muss gehen. Mein Supervisor flüstert dem Sicherheitsmann etwas zu. Es passiert natürlich, wenn man sich gegen den Marker irgendwie ein bisschen auflehnt, ne? Muss man damit rechnen, dass man dann beobachtet wird. Dass dann die Stasi eingreift. Das Übliche. So, komm, Fahrstuhl. Zeig dich. Öffne deine Pforten für mich. So, wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel Munition für unser Maschinengewehr. Unser Ratatata-Gewehr, das heißt, ich werde jetzt hier ein bisschen mit dem Plasma-Cutter wieder agieren. Deswegen habe ich den auch nochmal geupgradet, zumindest dass wir mehr tragen können in einer Ladung. Das ist mir eigentlich ganz lieb. Halleluja. Das habe ich gebaut. Ist das Ding noch größer als das letzte? Sie alle kommen zum Marker. Die Konvergenz ist nah. Die Ärger machen würden, aber diese Sie wären nötig. Dass ihr Verstand der reinste wäre. Ich habe Jahre damit verbracht, ihr dementes Hirn zu durchsieben. So hätte es nicht geschehen sollen. Wie sollte das denn vor sich gehen, Titan? Alles unter Kontrolle! Clark, das ist nicht unsere Schuld. Wir waren so nah dran. Die Leichen, die sie hier reinließen. Wir stehen kurz vor einer Konvergenz. Aber wir haben nie mit so vielen Leichen gerechnet.
ganz wach. Na, große Scheiße.